Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Ja, wir haben ja in der letzten Folge hier Lagerhaus so ein bisschen gebaut, hier die Häuser ein bisschen hingesetzt und es werden immer mehr Leute, die hier einziehen. Doch ich glaube nicht, dass die alle hier unbedingt... Wow! Okay. Ja, ist klar. Ich würde mal sagen, wir lassen die Zeit weiterlaufen. Denn eigentlich wollte ich sagen, jo, die werden ja sicher noch ein Wohngebiet-Erweiterungsteil hier brauchen, oder? Und wollte halt die ersten Teile schon wieder hier so, weißt du, so ein bisschen zuweisen, so sagen, guck mal, hier könnt ihr schon siedeln. Da hat sich noch einer entschlossen, bei uns anzuschließen. Das ist Subi. Das ist eine Trägerle. Und der sagt hier, jo, ihr müsst aber dem einen, ja, will ich nicht. Muss erst irgendwie mehr Geld machen, so schaut's aus. Wann kann ich eigentlich fischen? Das ist mein einziges Ziel in diesem Spiel. Wenn ich fischen kann, baue ich mir direkt an mir was. Sammlerhütte, da schau ich, wie viele Fische, überall Fischis. Fischi, Fisch. Weizenfarm und dann bauen wir so richtig schön Handelsrouten. Das ist echt eine. Ja, da müssen wir halt sagen, okay, dann wird das hier rausgeschmissen. Lager leeren. Geht das überhaupt? Okay, was wir machen jetzt so. Wir bauen direkt nochmal ein Lager hin. Ist zwar voll die Verschwendung mittlerweile von Rohstoffen, aber wir haben keine andere Wahl. Wir brauchen voll viel Lagerflächen. So ein bisschen leicht gedreht. Kommt hier halt noch eins hin. Aber wenn jetzt dann noch Weizen kommt und alles drum und dran. Ach, ja. Das ist ja allein schon mit 100 Beeren voll immer. Hey, da war ein Baum, der... Wow. Und die wachsen ja von selber auch noch. Ist das auch so ein... Alter, was sind denn das für Gebäude? Wie kann ich die Attraktivität... Dekoration. Ziersträucher. Und dann kommen hier über so ein paar Ziersträucher jetzt mal hin. Ich würde mal sagen, wir setzen hier so einen Zaun hin. Lässt sich nicht gescheit verbinden. Ich wollte ja so einen richtig Zaun bauen, aber ja. Das will er wieder nicht hier, der Alte. So. Der alte Knacker will das wieder nicht hier. So. Ganz, ganz easy. Damit uns halt auch keiner den Berg runterfällt hier, ne? Jo, löschen. Zu wenig. Das hat Werkzeug gekostet? Oh. Warnplatz, Werkzeug. Dann tun wir hier auch gleich mal Stoff zuweisen. Fass, Glas, Wolle, gewöhnliche Kleidung. Ja, das reicht doch fürs Erste eigentlich. Ich erlaube dem Kauf von über den Handelsplan. Eieiei. Handelswaren, den Kauf. Bedeutet, ich muss jetzt hier irgendwo dieses komische Zeichen kaufen bis Wert. Kaufen bis Wert 10, sagen wir jetzt mal. Und Steine verkaufen wir bis Wert 20.
Dasselbe machen wir jetzt mal mit Brettern aktuell. Oder da machen wir Wert 30 oder was. Ich glaube, dann auf Lager. Ja, dann machen wir Wert 40. Steinkammer. Wir haben aktuell auf Lager. 23 Blöcke, ja. Wer bist denn du? Das ist eine Arbeitshilfe. Die kriegt hier direkt einen Trägerjob hier. Wer bist du? Der Träger. Alter, da wollen voll viele Leute immer ins Dorf rein. Das ist voll uncool eigentlich. Wie taugt's denn jetzt immer noch Attraktivität niedrig? Ihr könnt mich mal. Ich tue mich hier voll drum kümmern. Hier die Fischer-Damen, die kriegt man erst ab 20. Wer bist du? Arbeitslos. Oh Gott. Da ist noch ein freier Arbeitsplatz. So. Da gehen nur 3 von 3 rein. Das ist uncool. Wie mache ich aktuell plus 5? Das ist jetzt so eine Sache. Ich würde hier hinten nochmal ein Holzlager reinbauen. Sobald wir nicht hier alles freischalten, ist der Wald weg. Und dann bauen wir doch mal... nee, bauen wir noch nicht. Wir brauchen jetzt erstmal noch ein Holzfällerlager hier hinten drin. Und vielleicht noch eine Sammlerhütte. So. Aber ich glaube, wir haben sicher ein paar Arbeitslose, oder? Eine Arbeitslose. Arbeitslos. Ich verdiene bald sicher nichts mehr einfach. Ich mache so miesen. Aber allgemeine Zufriedenheit ist ordentlich. Wir haben 5 auf Lager. Das ist doch eine nette Zahl. Richard, wo ist denn Richard? Ist das Richard? Richard, bist du Richard? So schnell bin ich nicht, Junge. Das war Richard, ja. Richard ist arbeitslos. Richard bekommt jetzt aber im Wald einen neuen Job. Und haben sich zwei neue Passanten der Stadt angeschlossen. Wie geil. Alter, wie sie auch da oben drüber laufen. So, nö, also, durch den Wald laufe ich jetzt nicht. Oh Gott, alle befördern sicherlich. Ihr gehört alle zu meinem Dorf dazu. Die Pracht eures Dorfes hat eine neue Stufe an Freischaltmöglichkeiten entsperrt. Was? Jo, Ecke und so Zeugs. Holzwand, hölzerner Burgfried. Hohe Steinmauern nehmen wir jetzt mal. Aber ich kann eine Fischerhütte bauen. Fischerhütte kommt hier hin. Ein Gesandter bittet um Audienz. Was willst denn du von mir? Ich habe keinen Fisch. Kannst du mich mal? Ich habe keinen Fisch. So. Wie noch einer bittet um Audienz. Nee, du bist schon wieder am Abhauen. Sammlerhütte wurde fertig gebaut. Neues Wohnhaus wurde auch fertig gebaut. Alter. Ihr habt so viel Platz, ne? Und ihr baut so dicht. Das ist Dichte 2 erst? Was? Aber warte mal, habe ich hier Abbaumöglichkeiten ergeben? Ach stimmt, dann muss ich hier noch Aufforstung aktivieren auch. Uiuiui. Jetzt kriege ich auch schon plus... Wie kriege ich jetzt plus 22 auf einmal? Wenn ich das Gebiet hier... Ich überlege gerade, wo ich kaufe. Also auf der einen Seite würde ich gerne das hier kaufen, um... Oder das hier halt, um ein bisschen schon mal an... Sobald ich es abgeforstet habe, schon ein bisschen Weizen anzubauen und so Zeugs. Auf der anderen Seite will ich das hier, wegen dem Fisch. Einfach, weil es Fisch gibt. Fertiggestellt Wohnhaus. Hat
Hey. So, nö, ich wohne nicht bei den Kollegen. Ich wohne mal ganz hinten im Wald. Gott, sind die dumm bei mir. Bitte bringt sie um. Das sind zwei Arbeitslose, ne? Du, ich hätte hier noch zwei schöne Arbeitsplätze. Da kommen schon wieder zwei. Dann würde ich sagen, wir meine Maus schon wieder. Wir expandieren. Da kann ich dann nicht rein theoretisch hier schon anfangen, aber es kostet alles so viel. Also wir kriegen schon 40 plus was? Das ist natürlich, da haben wir so ein schönes riesiges. Da aber auch. Wir kaufen das hier. So, scheiß drauf. So, dann würde ich mal hier sagen, Leute, ihr könnt hier auch nochmal abforsten. Abbau. Den kompletten Wald roden, Jungs. Den kompletten Wald. Da vorne müsst ihr nicht mehr roden. Ah, ne, das muss ich hier markiert lassen. Ich schon mal alles andere, was nicht mehr gebraucht wird, weil hier nichts mehr zum Roden ist, entfernen. So wie hier, zack, da muss ich mal alles entfernen wieder. Als kann sich zum Beispiel der Holzhacker noch auf den Wald konzentrieren. Und dann sagen wir hier dessen, ey Jungs, was ist denn jetzt schon los? Alles gut, Dringlichkeit, hi. Also wenn ich Low eingebe. Mein Arbeitsplatz ist vollgestopft. Hä? Was? Lass mich raten, da waren gerade noch Platz nochmal. Nee. So, was ist das jetzt? Nein! Erstens das da schließen und zweitens das Baumenü öffnen, um eine Fischerhütte zu bauen. Alter! Die muss doch verstehe ich das System von Fischerhütten nicht oder bin ich zu doof dafür? Für mich gehört eine Fischerhütte ungefähr so. Okay, dann halt so. Vielleicht kapiere ich Fischen nicht. Alter, bei mir schließen sich voll viele Leute an. Das ist uncool, weil hier sind noch zwei Arbeitslose. Aber die kann ich nochmal in den Wald schicken. Ich baue noch einen Holzfäller und nochmal eine Sammlerin. Das wäre subi, falls ihr da Lust habt drauf, ne? Ach, so, bau mal hier. Was brauchen wir denn da für 20 Holzbrüste? Das ist ja ganz billig. Das kriegst du doch bestimmt ganz schnell fertig. Dann können wir nicht noch einen zweiten Laden bauen an unserem Marktplatz für Fischer. Ah, nee. Walda! Mein Gott, du bist eine Schlafnase! Ja, Walda ist wieder da. War das jetzt gerade noch nicht Walda? Ich hätte gedacht, das wäre Walda gewesen. Jetzt ist Willibald der Walda. Habt ihr beide keinen Bock auf Fisch oder was? Wo ist denn Willi? Ah, da kommt schon Willi. Guck mal an. Zuerst Willi. Wird es bald mal was hier? Weil jetzt war erst du wieder da, jetzt kam dann der Walder, jetzt kommst wieder du. Es kommt gleich wieder sicher Walder, oder? Ja? Schaut gut aus. Ich hoffe dich, dass du das jetzt fertig machst, ne? So, und jetzt kann ich doch sicherlich den zwei hinzufügen. Ein Fischer bloß, was? Ja, dann bauen wir gleich noch eine Fischerhütte. Und dann werden wir Fischexporter hier. Dann machen wir hier Fischexport. Aber auf Ehre. Ne? Die ist jetzt echt raus. Wo fährst du denn? Ah, hier wahrscheinlich, oder? Mei, das ist geil. Wir fischen auf dem Meer. Da fischen wir unseren Fisch. Und wo sind denn deine Ruder, Junge?
So, wer ist hier gerade zuständig? Ah, der Walder. Der Walder, der gute alte Walder. Alter, jetzt kommt noch einer. Wo soll ich denn mit den Leuten hin? Ich habe gerade echt ein Problem irgendwie. Das werden so viele. Aber wir müssen hier noch den Fisch zuweisen. Fischi Fisch. Und dann kriegt währenddessen hier der Karl einen Arbeitsplatz. Weil wenn wir jetzt Fisch haben auch noch, ne, dann muss jetzt halt jemand auch immer den Fisch abholen. Ist das Karl? Ja, Karl holt schon mal Fisch. Dienstleister. Arbeitet 33 Meter von daheim. Ey, das wäre, wenn ich 33 Meter von daheim arbeiten würde, das wäre ja richtig gechillt. Ich arbeite zwar immer noch extrem nah von daheim, aber 33 Meter? Das ist ordentlich. Ich verstehe immer noch nicht, warum baut man da hinten eine Hütte? Da wohnt der Richard drin. Wo wohnt eigentlich unser Walder? Hey, da wohnt Walder. Ich verstehe immer noch nicht, warum das niedrig ist. Es gibt Sachen, die verstehe ich mit meinem Brain nicht, ne? Da ist mein Brain einfach nicht für ausgelegt. Und ich bin auch dafür, dass wir dich hier mal ausbauen. Allgemein bearbeiten. Du kriegst noch einen Lebensmittelstand hier. Und der kommt hier so ganz gemütlich schon gegenüber hin. Oder wir bauen den jetzt hier so hin. Der kriegt jetzt so ein Dachruf. Da kommt jetzt hinter auch ein Zaun. Dass uns keiner von hinten in die Hütte läuft, ne? So. Hier seitlich machen wir noch ein Bengle hin. Dann kriegst du ein Schild fürs Lebensmittel. Ja, du bist ja ein Lebensmittel-Layle. Und natürlich auch deine berühmten Barrels. Legen wir dir hier wieder zur Seite. Alter! Ich brauche ein bisschen Baubeginn. Oh, wir müssen Stoffe einkaufen. Warte mal. Können wir... Wo war das Handelssymbol? Hier, Handelswaren. Stoffe, 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 Stoffe. Einkaufen bis zu einem Wert von 15. Alle befördern. So. Alter, das ist... Jetzt wird es langsam stressig in der Geschwindigkeit. Aber das kriegen wir hin. Wir kriegen das hin. Irgendwie. Ein Dorfbewohner zuweisen. Helene wird jetzt Fischer. Die Helene fischt auf unseren Flächen. Aber langsam nimmt es Form an. Das ist irgendwie voll heftig, wie schnell das doch geht auf der anderen Seite. Jetzt echt dachte, das dauert so ein bisschen. Und dann müssen wir hier ein bisschen und dort ein bisschen. Und dann wieder da ein bisschen. Und dann so zack, zack, zack. Baut ihr eigentlich schon oder wartet ihr noch? Ich finde so geil, die Sammler, die eh schon während des ganzen Waschen Sammelns ein bisschen wahrscheinlich Bären futtern. Ich so, boah, ich habe noch so einen Hunger. Ich hole mir noch ein paar Bären. Hä? So ein bisschen. Ja, diese Woche wurden 135 Gold. Boah, nicht schlecht. Aber Leute, ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Warte mal, was will denn der noch? Was willst du von unseren Toren? Wir haben kein Brot, lass mich. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Schreibt eure Infos, eure Tipps in die Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.